Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Da ist der Diplodocus hinter mir und ich muss versuchen, ihn in mein Zähmgehege zu locken. Und jetzt sind hier schon wieder die los, die mir den Weg abschneiden. Das gibt es doch nicht. Weg mit euch, ihr garstiges Viehzeug. Weg mit euch. So geht das nicht. So geht das nicht. Nein, nicht auf den Diplodocus. Weg mit ihm. Weg von ihm. Geht weg von ihm. Lasst ihn in Ruhe. Er hat euch nichts gesagt. Alter, das ist nicht wahr. 4 Dilos? Das ist einfach nicht wahr. Okay, wartet mal. Da müssen wir jetzt leider schwere Geschütze auffahren. Da muss ich jetzt was tun hier. Das geht so nicht. Sonst gehen die mir hier noch auf den Diplodocus los. Und ich muss aber gleichzeitig versuchen, den Diplodocus nicht in die Dilos reinzulocken. Ganz schlechte Bank. Ach du Scheiße. Komm her, du Scheißvieh. Oh, da ist auch noch ein Kano, ey. Das kann einfach nicht wahr sein. Nein! Lasst ihn in Ruhe! Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Haut ab, ihr Scheißviecher. Haut einfach ab. Ihr verkackten Drecksdilos. Mann, der blöde Diplodocus muss doch mal so einen kleinen Scheißdilo platt kriegen, auch wenn er nur Level 8 ist. Das ist doch wohl der Wahnsinn hier. Meine Güte, meine Güte. Oh nein, nicht, dass die den jetzt platt machen. Ey, wenn der jetzt an Dilos stirbt, ne, dann drehe ich aber am Rad. Nachdem ich den hier ewig und 3 Tage versucht habe, hier hochzuholen. Muss die scheiß Dilos loswerden. Ich muss sie einfach loswerden. Komm her, du verkackter Dilo. Ah, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Oh, und dass dieses Food von dem Ketzer so schnell runtergeht, das ist unglaublich. Das geht gar nicht, wie schnell das runtergeht. Warum geht das so schnell runter? Friss einfach, schnell. Oh Gott, der ist am Verhungern. Guckt euch das mal an. Der hat nichts mehr. Der hat nichts mehr. Der hat kein Fleisch mehr. Scheiße. Fuck. Der verhungert, der Ketz. Das geht gar nicht. Scheiße. Das ist richtig beschissen jetzt. Und da oben sind Raptoren. Ein Riesenhaufen. Warum? Wieso? Warum? Das ist hier so eine friedliche Gegend gewesen. Das war immer eine nette Nachbarschaft. Oh Gott. Alter, was ist das? Was ist das? Wieso? Wieso ist jetzt hier vor meiner Base so viel los? Wieso? Wieso jetzt? Ewiglich habe ich hier alles Mögliche gesäubert. Ich bin hier immer durchgegangen, habe die Tiere immer weggemacht. Mit Bären, mit allem. Und jetzt, wo ich diesen Diplodocus da sicher in die Base bringen will, ne? Da ist plötzlich Action hier. Das gibt's doch gar nicht. Da läuft irgendwas falsch, aber ganz gewaltig. Ich muss jetzt mal den Ketzer landen hier. Der muss jetzt erstmal essen. Und der frisst jetzt meinen Bären wahrscheinlich das Fleisch weg. Wartet mal, wir machen das mal anders. Ich steige jetzt mal. Der andere Ketz hat ja auch nichts zu essen. Okay. Der Fleischkonsum steigt bedenklich an bei den Tieren. Alter, guckt euch das mal an. Der muss 3000 Food hochfuttern. Ich raste aus. Okay, ich muss den Bären nehmen. Ich muss jetzt ganz schnell einen Bären nehmen und muss versuchen, diesen Diplodocus noch zu retten. Bevor der von den ganzen Raptoren angegriffen wird. Roma, komm mit, schnell. Ich brauche dich. Also die Tiere haben allgemein auch neue Fressanimationen bekommen. Das ist mir schon aufgefallen. So, jetzt ist die Frage, ich muss den Diplodocus ja auf der anderen Seite ins Zähmgehege lotsen. Das heißt, der kann hier gar nicht hoch. Ich muss den außenrum lenken. Oh nein, wo ist der denn jetzt wieder hingelaufen? Der ist doch schon wieder am Arsch der Welt da. Ey, wenn der jetzt vom Kano gekillt wird, ne, dann dreh ich aber durch. Alter, diese Kack-Dilos, diese verkackten Scheiß-Dilos, ne? Das ist nicht wahr. Oh nein, ich muss aufpassen, dass ich den jetzt nicht töte. Puh, das war gut. Oh nein, der ist fast tot. Mann, verpisst euch doch mal, ihr scheiß Kombis jetzt. Was ist das denn? Wieso kriegt er denn diesen Kack-Dilo nicht tot? Mann. Boah, wie ich da aggro werde bei sowas. Los, verfolg mich. Wir müssen hier weg. Hallo, kommst du mir mal nach?
Jetzt rennt der weg, weil er zu verletzt ist, ne? So eine Scheiße. Ja, schubst mich halt. Komm, werd aggro auf mich. Verfolg mich einfach. Komm, mach irgendwas. Wir müssen hier weg. Komm hier nach, los. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Gefühlt. Ich ahne schon, was drunter stehen wird. Warum zähmst du ihn nicht einfach da, wo du ihn gefunden hast? Weil das zu gefährlich ist. Das ist die sicherste Variante. Ich muss ihn dann ein bisschen hochheilen lassen, auf jeden Fall. Ah, Raptoren, ja, geht weg, kommt. Nein, wieso? Oh, das gibt es nicht. Geh auf mich los, komm, geh auf mich los. Geh auf mich los, genau. Nimm mich, komm, nimm mich einfach. Genau, super, sehr gut mitgearbeitet. Nein, du kackverkackte Schildkröte. Warum? Ah, wieso musst du jetzt im Weg sein? Geh weg. Ja, die Diplodocus hängt gerade fest. Da ist schon wieder ein Dilo, ich hasse sie. Gleich töten. Gar nicht erst rankommen lassen. Was war das? Ein Kompi? Ich habe ein Kompi gehört. Wo ist der Kompi? Oh nein, geh nicht zu den Dilos. Ah. Geh nicht zum Dilo. Muss den platt machen, bevor irgendwie eine... Oh, den auch. Alle töten. Alles töten. Los, komm mit. Du Gerät. Wenn wir da oben angekommen sind, hier auf diesem Grün, wenn wir hier auf dem Grün angekommen sind, dann ist alles gut. Dann hast du es gepackt, dann hast du es überstanden. Nein, lauf nicht da lang. Lauf zu mir, komm. Greif mich an. Los. Hier hoch. Dann einmal durch die Bäume durch. Und dann parke ich dich im Zähmgehege. Jawohl. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ich finde das gut, dass der die Bäume so mir nichts, dir nichts umnieten kann. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Sehr schön. Jetzt muss ich ihn nur noch... Halt, du hast wieder die Akku verloren, ne? Ignoriere mich nicht. Ich ignoriere dich auch nicht. Oh Gott, scheiße, wieso hänge ich den jetzt hier? Oh, jetzt kann ich die Bäume nicht fällen, verdammte Scheiße. Ich kann die Bäume nicht fällen. Er muss die Bäume fällen. Ich hänge direkt zwischen den scheiß Bäumen fest. Das gibt es nicht. Ich darf jetzt auch nicht schlagen, weil dann töte ich ihn. Nein, hau doch nicht ab. Geh doch nicht da nach unten. Ach Mann, warum denn? Wieso gehst du nach unten? Ich hab dich gerade mühsam da hochgewuchtet. Du bist undankbar. Weißt du was? Du bist so ein undankbares Vieh. Komm halt mit. Los, hallo. Ich will dich ins Zähmgehege kriegen. Los. Ja, was zur Hölle? Hammer's jetzt. Wird's denn gehen? Stress, 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 Stress. Das ist Stress, 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 Stress. Merkt man das, dass ich durchgemacht habe? Merkt man das, dass ich gerade nicht so frustresistent bin, was das angeht? Oder da ignoriert er mich wieder. Dreh dich nicht weg, guck nicht weg. Ignoriere mich nicht. Ich mag das nicht. Ich bin YouTuber. Los. Komm. Ja. Sauber, komm. Da kannst du mich mit deinem Schlängelhals wegschubsen, wie du lustig bist. Ja, immer schön mich angucken. Ja, ja, los, komm. Stoß mich. Mach. Hallo. Jetzt hat er wieder die Akku verloren, ne? Ah, diese scheiß Kackbäume, ey. Es regt mich so auf. Der Bär ist zu dick. Brummer muss abnehmen. Das kommt davon, wenn man seine Bären füttert. Wenn man ihnen regelmäßig zu essen gibt. Das kommt dabei raus. Übergewicht. Und sie passen nicht mehr durch die Bäume durch. Und ich muss gleich schon wieder die Fackel anmachen, weil es wieder arg dunkel wird. Also arg dunkel in arg. Jetzt. Du wirst jetzt nicht umdrehen. Nein. Du wirst jetzt nicht umdrehen. Hallo. Du wirst nicht umdrehen. Hallo. Hallo. Du verdammtes
Wieso? Wieso gehst du jetzt in die andere Richtung? Hallo, verfolge mich. Folge mir. Ich stell mich einfach hier hin. So. Was machst du jetzt? Jetzt. Was ist mit dir nicht richtig? Ja. Komm. Nimm mich. Ja. Komm jetzt, bevor es dunkel wird. Ich will dich, bevor es dunkel wird, in dem Zehmgehege drin haben. Ich brauche wirklich noch eine ganze Folge, um den da reinzukriegen. Das gibt es nicht. Ja, los, folg mir hier jetzt endlich mal. Los. Das ist ja nicht möglich. Herrschaftszeiten, das ist doch alles nicht wahr. Vor allem das Geile wird ja jetzt, wenn es jetzt so sein sollte, dass das Zehmgehege keine Mauern hat, die hoch genug sind, um den drin zu behalten. Das wird lustig. So, los, komm rein jetzt. Jetzt, komm. Nicht 2 Meter vorm Ziel aufhören, komm. Ja, genau. Ich bin böse. Bestrafe mich. Ja. 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 Komm. Noch ein Stück. Yes. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Na 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 na. Und pünktlich, bevor es richtig dunkel wird. Na 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 na. Ich hab dich in der Falle. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Tja, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Fürchte ich. Für dich. Und? Habe ich es nun richtig gemacht, dass ich so ein großes Zehmgehege an den Start gebracht habe? Jetzt könnt ihr mal alle schreiben, Spielbär hat's vorausgeahnt, dass so ein großes Zehmgehege gebraucht wird. Ja? Da könnte man den ja fast schon drinnen lassen, so wild wie er ist. Aber das Problem ist jetzt, er ist jetzt ein bisschen angefressen vom Leben her. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal warten, wirklich bis er sich ein bisschen hochgeheilt hat, bis die Blutflecken am Rücken verschwunden sind und so. Und dann kann ich anfangen, ihn zu betäuben und sowas. Bist du Akku? Nee. Dann kann ich anfangen, ihn zu betäuben und... Ey, wenn der jetzt da durch diese kleine Ritze da schlüpft, ne, am Rand neben dem Behemoth-Gate, dann explodiert mir die Rübe. Wie er guckt. Ha! Ich bin nicht... Ich geh mal lieber... Wir lassen ihm mal kurz seine Privatsphäre, würde ich sagen. Neben Diplodocus. Ja, das hat er sich verdient, nach dem Stress. Nicht, dass der... Ich hab irgendwie das Gefühl, der haut ab. Guck mal, der weiß es genau, dass hier die einzige Lücke ist. Wie er versucht, sie zu finden. Der weiß es genau. Ha! Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Nein, es friert das ein! Oh Gott. Scheibenhonig. Schnell weg. Bevor ich hier noch runtergekickt werde in das Gehege. Das wäre jetzt die Katastrophe schlechthin. So, jetzt muss ich mal gucken, was ist jetzt eigentlich, nachdem der Ketz hier seinen Fressanfall hatte. Der hat ja jetzt hier aus dem Trog gefressen. Jetzt muss ich mal gucken, was davon überhaupt noch übrig ist jetzt. Jetzt kann das nämlich sein, dass der den Bären hier das ganze Fleisch weggefuttert hat. Okay, gut, hier ist noch was drin. Und wir müssen ganz dringend in die Bärentröge reingucken. Da kann ich euch auch gleich mal noch was Neues zeigen, was jetzt mit dem Update reingekommen ist. Schaut mal. Hier steht jetzt bei den Bären Wants Care. Also Care ist ja... sich um etwas kümmern, ja. Also sie möchten, dass ich mich um sie kümmere in 3 Stunden und 2 Minuten. Der hier in 2 Stunden und 22 Minuten. Der in 2 Stunden und 23 Minuten. Und der hier in 2 Stunden und 22 Minuten. Ich weiß nicht so recht, was ich dann tun muss. Das ist das Problem. Muss ich sie dann füttern? Ich finde das auch witzig, dass die jetzt Fressanimationen haben. So einfach so random. Ich verstehe zwar nicht, was sie von dem Holzboden genau fressen, aber Holzboden soll mal auch ganz gut schmecken. Also der Ketzer hat schon mal nicht hier rausgefressen. Das ist schon mal gut. Ey, Freunde, ich kann euch sagen, das ist mal wieder Spannung pur hier. Spannung, Action, Abenteuer. Wie mache ich ein Lagerfeuer? So.
Ich muss auch mal was essen, ey. Ich bin am Verhungern gerade. Ja, keiner kümmert sich um mich. Ich bin am Verhungern die ganze Zeit, weil ich mich nur um die Dinos kümmere hier. So, jetzt schauen wir mal kurz nach unserem Patienten. Jetzt ist er bestimmt durchgeschlupft. Oder? Nee, ist er nicht. Ich bin beeindruckt. Er ist aber noch zu blutig. Die Blutflecken am Rücken sind noch zu groß. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Der heilt sich ja mit der Zeit hoch und er hat ja hier auch Pflanzennahrung, mit der er sich auch hochfuttern kann. Also der kann hier fressen. Und er kann hoffentlich nicht über die Balustrade drüber. Das ist eigentlich gerade meine größte Sorge. Aber anscheinend habe ich es genau richtig gemacht, dass die Balustrade 3 Einheiten hoch ist. Sonst könnte er da wahrscheinlich einfach drüber laufen. Auch die Klippe da unten, da ist er ja auch mit einem Satz hoch. Und die ist ja auch recht steil. Insofern, ja, habe ich es mal wieder genau richtig gemacht. Eine Einheit tiefer und der wäre drüber spaziert wahrscheinlich. Haben wir mal wieder Glück gehabt. Klopfen wir mal auf Holz hier. Ich muss ständig auf Holz klopfen. So oft wie ich hier auf Holz klopfen muss, ja. So viel Holz habe ich gar nicht zum Draufklopfen. Das ist echt der Wahnsinn. So, was gibt es eigentlich noch zu zeigen bei dem Update? Genau, wir könnten ja eigentlich schon mal, während wir jetzt warten, dass der sich hochgeheilt hat, könnten wir ja eigentlich schon mal den Sattel machen. Den Sattel für den Diplodocus. Den habe ich schon freigeschaltet, weil ich habe ja jetzt ordentlich Engram Points. In diesem Update wurde nämlich auch der XP-Ausstoß, den man bekommt, wenn man ein Alpha-Tier tötet, um 45% reduziert. Deswegen habe ich vorher nochmal ordentlich Alphas gekillt und bin jetzt Level 91. Ja, und ich habe jetzt 154 Engram Points. Das reicht, um mir alle kühnen Träume zu erfüllen. So, Sattel, das ist der Diplodocus-Sattel. 850 Hide, da geht ja der Schuh auf. Metal Ingos 200, da müssten aber eigentlich noch welche da sein, wenn mich nicht alles täuscht. 139, okay, es sind natürlich wieder nicht genug da. Warum auch? Oder sind in der Schmelze jetzt noch welche? Moment. Ne, in der Schmelze sind natürlich keine mehr. Okay, da muss ich offscreen zwischendurch nochmal gucken, dass ich auf die Summe komme. Muss ich noch was holen. Wir müssen ja eh warten, bis der Diplodocus geheilt ist. Dann machen wir das einfach von dieser bis zur nächsten Folge. Und ansonsten, was brauchen wir noch für einen Diplodocus-Sattel? Hide, Fiber und Wood. Da haben wir aber genug davon. Da muss ich nur mal kurz in mein Lager gehen. Ich kann auch eigentlich mal die Fackel ausmachen. Die ist gerade vollkommen unnötig. Es ist hier hell genug. Auch in der Nacht. Hier. Also erstmal Fiber. Das Wood-Zeug können wir auch gleich mitnehmen. Hide haben wir hier ganz viel. Wie viel? 850 war es, ne? Ach, wir nehmen einfach ein paar Stacks mit. So, das wuchte ich jetzt erstmal da rein. Und dann noch das Holz. Und dann fehlt uns nur noch das Metall. Dann können wir den Sattel machen. Und das ist ein Sattel. Das ist ein ganz besonderer Sattel. Der hat nämlich mehrere Sitze. Und wenn ich jetzt in einem Multiplayer-Game wäre, dann könnte ich mehrere Leute mitreiten lassen. Also dann hätte ich sozusagen Mitfahrer. Und ich glaube, bis zu 10 Leute können da sogar mitfahren. Also mitlaufen. Wie sagt man denn? Mitreiten. So, Hide haben wir genug, wir haben sogar zu viel. Können wir locker 2 Stacks noch wegnehmen. Fibers brauchen wir viel mehr. Da haben wir jetzt auch genug. Jetzt brauchen wir noch Holz und dann noch das Metall. Und den Rest, den packe ich übergangsweise mal hier rein. So. Das Holz stecken wir hier mit rein. Der Diplodocus, er gehört bald mir. Hey, wieso hast du kein Holz? Du hattest doch Holz bis vor kurzem. Aber du hast noch Holz, das weiß ich, das weiß ich. Jawohl. Auf meine Bibär ist Verlass. So. Das kommt jetzt auch in die Schmissi. Dann fehlt uns nur noch das Metall. Ich war der Meinung, ich hatte noch so viel Metall. Aber das ganze Gecrafte mit den Teilen für die Sumpfbase hat da den Plan ein bisschen gestört. So. Jetzt gucken wir mal. Nein! Saddles. Okay, uns fehlen wirklich nur noch die Metal-Ingos. Die Metall-Ingots. Die fehlen uns noch. So. Ich werfe nochmal einen Blick zum Diplodocus. Einen letzten Kontrollblick, ja. Und dann ist die Folge zu Ende. Oh Gott, ist das dunkel schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Ah, er steht
Wie angewurzelt. Finde ich gut. Ah, versuch's doch zu entkommen. Der Blutfleck ist auch schon wesentlich kleiner geworden auf dem Rücken. Ich werde mich jetzt auch nochmal offscreen informieren, ob man den wirklich auch betäuben muss. Da bin ich mir nämlich nach wie vor noch nicht ganz sicher. Denn dass der so aggro wird, kann auch bedeuten, dass der ein Passiv-Tame ist. Da muss ich mich jetzt nochmal schlau machen, bevor ich jetzt Bullshit mache und den töte. Weil er sich nicht betäuben lässt oder so. Keine Ahnung, da muss ich mal jetzt testen. Und ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Ich organisiere jetzt schnell Metall für den Sattel. In der Zeit ist der Diplodocus voll hochgeheilt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann anfangen, den Diplodocus zu zähmen. Wie auch immer das vonstatten gehen wird. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Wolf. Bis dann, ciao, ciao.